Herbert Kickl schreibt im offenen Brief: Namens des Freiheitlichen Parlamentsclubs protestiere ich entschieden gegen diese Entscheidung. Er protestiere, weil das Mitmachen beim sogenannten Pride Month zwangsläufig Solidarität mit anderen Aktionen ausdrücke, die im Rahmen dieser Kampagne stattfinden. Kickl verweist etwa auf Auftritte von Transvestiten mit eindeutig sexuell motivierten Künstlernamen vor Kindern oder auf Aufmärsche nackter und sexuell anzüglich verkleideter Personen. Aber nicht nur die Solidarität mit dem Pride Month missfällt dem FPÖ-Chef. Sobotka habe sich als gönnerhafter Hausherr mit Weinglas auf der Dachterrasse präsentiert. Das von Sobotka im Parlament aufgestellte goldene Klavier bezeichnete Kickl als verheerende Symbolpolitik der Volksvertretung in Zeiten der steigenden Armut. Einmal mehr kritisierte er auch die Einladung des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky durch Sobotka. Damit sei das neutralitätsschädliche Kunststück gelungen, dem Präsidenten eines kriegsführenden Staates die parlamentarische Bühne eines neutralen Landes anzubieten.